Das Thema lautet Deklination der Adjektive. Heute gehen wir auf folgende Punkte ein. Zuerst steht die Frage, in welchen Fällen das Adjektiv dekliniert wird und in welchen Fällen das Adjektiv nicht dekliniert wird. Weiter beleuchten wir auch dann die Frage, welche Adjektivendungen es über eigentlich gibt. Dazu noch, welche Punkte wichtig sind. Und schließlich wiederholen wir, welche Artikel es gibt. Welche Artikel es vor einem Adjektiv stehen können. Also, die erste Frage wäre, wann wird das Adjektiv dekliniert? Das Adjektiv wird dekliniert, wenn es vor einem Substantiv steht oder anders genannt, wenn es sich auf ein Substantiv bezieht. Zum Beispiel, ich habe ein interessantes Buch gekauft. Das Adjektiv interessant wird in diesem Fall dekliniert, denn es bezieht sich auf das Substantiv ein Buch. Und das Adjektiv wird nicht dekliniert, wenn es mit einem Verb steht oder anders genannt, wenn es sich auf ein Verb bezieht. Zum Beispiel, das Buch ist interessant. Das Adjektiv interessant bezieht sich auf das Verb in diesem Fall ist und deshalb wird nicht dekliniert. Oder ein anderes Beispiel, er spricht schnell. Schnell bezieht sich auf das Verb spricht und wird in diesem Fall nicht dekliniert. Weiter kommen wir zu der Frage, welche Endungen kann das Adjektiv haben oder bekommen? Die verbreiteste Endung ist die Endung en. Dazu gibt es noch also Endung e. Es kann auch die Endung er oder die Endung es sein. Und da möchte ich noch sagen, dass es einen Begriff gibt, und zwar die Endungen des bestimmten Artikels. Und diesen Begriff werden wir dann weiter noch gebrauchen. Das heißt, die Endung er, diese Endung wird von dem bestimmten Artikel der abgeleitet, Endung es vom Artikel das und die Endung e von dem Artikel die, feminin oder plural. Und weiter sprechen wir die wichtigen Punkte oder die Punkte, die eigentlich bei der Deklination des Adjektivs zu beachten sind. Also, es ist sehr wichtig zu bestimmen, ob es maskulin, feminin oder neutral ist, ob das Adjektiv im Singular oder im Plural steht, ob es im Nominativ, Genitiv, Dativ oder Akkusativ steht. Und schließlich ist es auch sehr wichtig, zu bestimmen, welcher Artikel vor dem Adjektiv steht. Der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel oder wird das Adjektiv ohne Artikel gebraucht. Und schließlich kommen wir zu
Eigentlich ja zu dem Artikel, welche den Arten von den Arti von dem Artikel gibt. Also, wie schon genannt, wie schon bekannt, es gibt den bestimmten Artikel, also der Maskulin, das Neutral, die Feminin und die auch Plural. Und der bestimmte Artikel wird dekliniert und das wissen wir schon mit Ihnen. Und deswegen gehen wir schon weiter. Und zwar zu der Frage, welche Artikel oder Artikelwörter werden auch wie der bestimmte Artikel dekliniert. Weiter spielt es eine wichtige Rolle bei der Deklination der Adjektive. Also, und zwar, das sind dieser, also maskulin, dieses neutral, diese feminin und diese plural, jener, diesem Schema nach, dann solcher, welcher, mancher und jeder, aber da ist es wichtig zu bemerken, dass jeder nur im Singular gebraucht wird. Das heißt, jeder maskulin, jedes neutral und jede feminin. Im Plural wird es nicht gebraucht. Es gibt auch Artikelwörter, die nur im Plural gebraucht werden. Das sind alle, beide und sämtliche. Und noch also keine und alle Possessivpronomen. Das sind meine, deine, seine, ihre, unsere, eure und ihre, ja. Die werden auch im Plural wie der bestimmte Artikel dekliniert. Deswegen gehören sie zu dieser Gruppe. Und schließlich gehören zu dieser Gruppe auch folgende Wörter. Das sind derselbe oder der und derjenige. Diese Wörter werden auf einen besonderen Fall dekliniert. Also der wird wie der bestimmte Artikel dekliniert. Und selbe oder jenige werden wie das Adjektiv dekliniert. Und das Letzte, was wir heute ansprechen, ist eigentlich der unbestimmte Artikel. Zur Erinnerung, also ein Maskulin, ein Neutral, eine Feminin und im Plural. Es ist auch zu betonen, gibt es hier keinen bestimmten Artikel. Der Artikel wird hier nicht gebraucht. Wie der bestimmte Artikel wird auch kein, aber nur im Singular dekliniert, ja. Und letztens werden da auch also die Possessivpronomen, alle Possessivpronomen, aber nur im Singular, ja, auch wie der unbestimmte Artikel gebraucht. So, und zu den Arten der Deklination des Adjektivs kommen wir dann nächstes Mal. So, tschüss.